Das Lag am Anfang. Hallo, ich habe gerade den gesamten Bereich nochmal abgesucht und oh, wir können wieder zurück. Das heißt, das hier ist quasi ein Dungeon. Wir gehen rein, holen irgendwas und gehen wieder raus. Wunderbar. Dann können wir das ja nochmal absuchen, aber ich bin jetzt gerade die gesamte Zone nochmal abgelaufen. Ich bin sogar nochmal in die Bar rein. Unter den Tresen waren ein paar Kisten, aber da brauchte ich keinen Schlüssel für und die waren Privateigentum und ich wollte keine Schießerei anfangen. So, yeah. Hier sind ganz viele Kisten. Was ist hier los? Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir hier einfach so durchkommen, aber... Warum? Was ist das Geräusch? Ja, mach Pause, Elisabeth. Hast du dir verdient? Hm. Und ich habe in der... Im Keller der Bar habe ich wirklich noch einen Lockpick gefunden, aber der war nicht an der Stelle, wo sie hingezeigt hat. Was ist das? Sind das Geräusche von der Ambiance? Repetiergewehr, Munition fürs Repetiergewehr. Wieso steht hier Fitzroy spotted? Why? Furchtbar. Furchtbar. Racial Purity. Echt jetzt? Eieieiei. Deckung. Warum Deckung? Ach, der da! Okay! Ich leg dich um! Interessant. Diese Masken! Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Echt jetzt? Gnade ist Sache des Herrn! Haben wir es denn jetzt? Wunderbar. So, jetzt können wir in aller Seelenruhe alles überprüfen. Fangen wir doch zum Beispiel hier oben in der... Das sind Handtücher, Elisabeth, das siehst du richtig. Fangen wir doch hier unten in der Dusche und hier oben in der Dusche und alles an. Hallo, Lockpick, kann ich dich bitte mitnehmen? Thank you. Nicht festbacken. Oh, ja. Ja, ja, das tut gut. Ja, Elisabeth, willst du mitmachen? Dann nicht. Muss ich mir den Rücken halt alleine schrubben. Ich konnte doch... Ah. Aber die Masken, die vor allen Dingen die Weiber gerade getragen haben, was ging denn mit denen nicht in Ordnung? Bürsten, Alkohol. Okay, hier oben ist nichts Besonderes.
Mussten wir hier ganz runter? Wir mussten hier ganz runter. Gut, dann bleiben wir nochmal hier eben im Raum. Munition fürs Maschinengewehr kann man immer gebrauchen. Wenn das hier Resident Evil wäre, könnten wir jetzt hier abspeichern. Okay, diese Tafel haben wir schon mal gesehen. Eine Revolver. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt. Wir haben Salze fast voll. Wenn das rauskommt. Ich will immer noch wissen, was das für ein Geräusch im Hintergrund ist. Das klingt bedrohlich. Warte, was? Achso. Hast du gegähnt? Ich hoffe, du hast gegähnt. 5 Lockpicks. So, Elizabeth? Das kriege ich hin. Ah, die Waffenkammer. Bitteschön. Dankeschön. Karabiner. Oh ja, eine Panzerfaust. Oh, schön. Was haben wir denn hier Schönes? 60%ige Chance auf einen kritischen Nahkampftreffer gegen taumelnde Gegner. Opfer nehmen bei Treffern 25% mehr Schaden. Ja, nimm ruhig mit, aber... So. Damit sind wir auch fast voll mit Salzen. Salzen! Karabiner, bin ich echt überlegen. Weil im Moment uns die Schrotflinte nicht allzu viel bringt. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Man merkt sowieso wahrscheinlich, dass ich gerade eher in den Nahkampf gehe als alles andere. Okay, wir müssen nach links. Also ist nach rechts für uns noch alles offen. Sollen wir mal hier nochmal gucken. Hier war eine Gatling-Gun. Aber klar. Ja, Tatsache. Cool. Licht, was hier... Dieses Licht ist sehr merkwürdig. Was haben wir denn hier? Oh. Komm. Wunderbar. Was ist ein Verlust, ist des anderen Gewinn. Mussten wir runter? Sieht so aus. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Das nenne ich doch mal eine Karriere. Zwar im Negativen gesteigert, aber immerhin gesteigert. Also, das muss man Daisy Fitzroy lassen. Sie hat Karriere gemacht. Oh, warte mal. Ja? Ja, das ist Protecting the Faith. Das ist die Polizei. Das hier ist die Polizei. Okay, wir können von beiden Seiten runter. Na dann. Oh, Gefängnisse. Gefängniszellen, meine Lieblingsaufenthaltsräume. Gefängnisse. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff.
Ja, das ist kein Problem. Das sollte ganz einfach gehen. Kannst du dir das mal ansehen? Kein Problem. Das nehme ich mir einfach auf die Schulter und dann geht's fertig. Los. Fertig. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ja, klar kann sie das mit Waffengewalt. Mit Waffengewalt kann man alles Gute in dieser Welt bewirken. Silly Girl. Founders will bleed. Die Gründer werden bluten. Ich hoffe, du wirst das hier alles nicht vermissen, was ich mitnehme. I'm sorry. Ich glaube, es gab hier unten in der Polizeistation auch noch Chiffre, oder? Oder? Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten... Ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Fragst du noch? Wir sind schon so weit gekommen, da jetzt gibt's keine Rückzieher mehr. Aber warte mal. Das macht keinen Sinn, oder? Ach, was soll's. Wer bin ich schon? Bereit, Elisabeth? Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen's zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja. Sure. Ach, das sind Burst Guns. Das sind die Burst Guns. Verstehe. Damit man sich was drunter vorstellen kann. Achso, die hatten wir ja schon. Stimmt, ja. Aber ich bleib lieber trotzdem bei meinen Weapon of Choice. Hatten wir dann das Repartiergewehr noch nicht in der Hand? Ich glaube, das hatten wir auch schon. Irgendeine Waffenart hatten wir aber noch nicht in der Hand. Ne, doch, wir hatten die Burstwaffe noch nicht in der Hand. Naja, egal. Okay. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Ihr erinnert euren Tod, hä? Huh?
Okay, das Voxophon war, glaube ich, vorher nicht da. Hört auf, euch an euren Tod zu erinnern und bewegt euch lieber. Oh Gott, so war's noch nie. Wieso ist es weg? Eieiei. Ich stand still, aber jetzt bewege ich mich. Hier, seht nur. Ich dachte, zwei Box! 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 Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Ich habe keine Möglichkeit, hier reinzukommen, ne? Sieht auch nach nichts aus. Das war vorher nicht da. Ist das nicht eine... Sind das nicht Kontaktminen? Ach du Ach du meine Güte, was geht denn jetzt hier ab? Yay, Mord und Totschlag! Yeah, Tod, Tod! Was? Ich hatte irgendwie erwartet, dass jetzt hier jemand ist, aber offenbar ist das nicht der Fall. Yay, Mord und Totschlag, my favorite. Hauen wir ab. Ragdoll. Brauchen wir Geld? Thank you. 666 Silver Eagle. Ich werde nie wieder Geld aufsammeln. Was? Alright. Wait, what?
DeWitt? Matthew of the Revolution? Elizabeth, ich glaube, du hast ein anderes Universum erwischt. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Und deswegen ist Zeitreisen höchst gefährlich. Und das hier ist noch nicht mal wirklich Zeitreisen. Das hier ist Raumreisen. Hey, hey, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig, Leute. Waren das Flugzeuge, die gerade runtergestürzt sind? Alter, was ist hier los? Das war ja eine richtige... Das war ja eine Hinrichtung aller Nazi-Art. So sollte eine Revolution nicht ablaufen. Eine vergammelte Birne. Richtig geil. Okay, du schildst deine Basis erstmal. Finde ich gut, Elizabeth. Finde ich echt gut. Leute. Leute, ich bin sehr lebendig. Leute, ich bin lebendig. Fällt euch da nicht was auf? Ich glaube, hier ist ein Komplott gegen mich im Gange. Die haben den Handyman Cheese. Gekillt. Cheese! Okay, für das nächste Daumen hoch. Zum Schießen. Ein tolles Foto. Die haben... Respekt, eins ihr habt einen... Eins noch. Und diesmal macht ihr alle ein trauriges Gesicht. Wie 7 Tage Regenwetter. Samuel, wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt, aber das glaube ich nicht. Und wir treffen uns wieder am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Die Jünger glauben, wir sind nicht besser als sie. Bedenkt das. Bedenkt, dass einer euch, eure Kinder, als Nutzvieh ansieht. Nicht als denkende Wesen. Nicht als Menschen mit Träumen und Zielen. Nicht als jemanden, der will, dass seine Kinder es mal besser haben als er. Für die Gründer seid ihr etwas, das kontrolliert werden muss. Wann ihr esst, wann ihr schlaft, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ihr sollt sagen, ja, Sir, nein, Sir, darf ich zur Toilette gehen, Sir? Für sie seid ihr keine Menschen, sondern ihr seid Werkzeuge. Das gerade war übrigens sehr interessant. Das ist von uns? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Wollen, dass ihr eigentlich die kann nicht mehr sie das Mädchen euch war nicht mehr da. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr.
Ein alter Freund sagte mir, Comstock hat sie in seine Festung verlegt. Für einen Einzelkämpfer ist der Job damit kaum mehr zu stemmen. Also, DeWitt, was jetzt? Das war von uns. In diesem Universum scheinen wir Elisabeth nicht gefunden zu haben. Ich dachte übrigens gerade, ich hänge da unten fest, aber nee, nee. Apropos Elisabeth, wo ist die? Elisabeth? Ah, sie steht da, okay. Ein Tonband von uns selbst. In diesem Universum haben wir Elisabeth nicht gefunden, also haben wir eine Revolution gestartet. Hört sich total fair an. Leute, ich lebe noch, nur so zur Info. Also wir machen dann hier erstmal Schluss. Ich denke mal, es triggert noch ein Gespräch. Wenn dem so ist, hören wir uns das noch an. Und dann im Loading Screen ist Ende. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Baba! In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen.